So, ich darf Sie recht herzlich zur Pressekonferenz der Austria Klagenfurt begrüßen und ja, darf Sie gleich um Ihre Fragen bitten. Hat man sich sicher nicht so vorgestellt, was hat nicht gepasst? Richtig, richtig gesagt, haben wir sich nicht so vorgestellt. Und was hat nicht gepasst, warum ist das 0-3 so passiert, wie es passiert ist? Ja, haben wir eh gesehen. Wollen Sie vielleicht trotzdem mal aus Ihrer Sicht sagen, was nicht gepasst hat oder nicht? Ja, das, was wir sich vorgenommen haben, haben wir nicht sehr gut umgesetzt. Beziehungsweise bis zum 1-0 war eigentlich eh so, dass wir das richtig gemacht haben. Nur dann kommt dieser Pass durch die Mitte, das, was wir ja immer vermeiden haben wollen, weil wir immer gesagt haben, wir wollen über die Seiten kommen und dann gewinnt der Melon das Laufduell und ja, und dreht das Ganze natürlich dann um. Und dass man dann in weiterer Folge in den nächsten paar Minuten sich einfach dann nicht mehr gut positioniert haben, dann auch technische Fehler gehabt haben, also haben wir dann den Wert sich stark gemacht. Ist man vielleicht im eigenen Stadion irgendwie ausgekontert worden? Kann man das so sagen? Oder wenn man Ballbesitz von einer Nicht vielleicht, sondern sicher. Das Umschaltspiel von einer hat, wie man das halt modern sagt, Umschaltspiel. Wir haben früher Konter gesagt. War aber dasselbe, ist aber dasselbe. Haben die dann sehr, sehr gut gemacht. Das haben wir einfach nicht gut verteidigt. Hat man trotzdem das Gefühl, dass offensiv momentan nicht viel zusammenpasst? Man kann nur nicht der Operation Schuld sagen, ergeben, dass man sagt, man hat Abspielfehler und dann, so wie der sagt, Umschaltspieler der Konter, kriegt man dann die Gegentore. Aber offensiv, so wie heute, man hat viel Ballbesitz und spielerisch hat man bis zum 30er aktiv und dann hat einfach der zündende Gedanke gefehlt oder was auch immer. Binky hat dann noch zum Schluss zwar Stockfehler gehabt, wo was entstehen hätte können, aber bis dahin haben wir da nicht viel spielerische Akzente gehabt, offensiv, oder wie hast du das gesehen? Ja, schau, der Wehr hat es einfach gut gemacht, dass er uns praktisch tief empfangen hat, ja, und dann durch das schnelle Umschaltspiel oder durch dieses schnelle Passspiel nach vorne, wo sie oft auf gewissen Dingen gute Lösungen gehabt haben sie uns einfach da erwischt. Wir haben nach vorne den zündenden Pass oder den letzten Pass nie angebracht. Was vielleicht auch irgendwo auffällig ist, das Herzstück in der Mannschaft, was für mich immer im Gmara, Wimmer hinten die zwei waren, sind sehr fehleranfällig in den letzten drei Partien. Woran liegt es oder ist das irgendwie erklärbar? Oder? Sehr untypisch halt, fehleranfällig, wie ich finde. Ja, aber wenn ich jetzt eine Erklärung hätte, das gerne euch preisgeben. Ich hab's aber nicht. Wie kann man wieder in die Spur finden, jetzt nach dem mäßigen Start im Frühjahr? Indem, dass man normal und in Ruhe weiterarbeitet und sich jetzt da nicht irgendwie deppert machen lassen kann. Im Endeffekt müssen wir mit 4 Entscheidungen in 3 Spielen auch leben, die was auch sehr entscheidend sind. Gegen LASK klare Fehlentscheidung, gegen Austria klare Fehlentscheidung und heute 2 Fehlentscheidungen. Das eine ist ein klarer Elfmeter und das andere ist auch ein klarer Elfmeter. Sag jetzt nicht nein, ich hab schon gesehen, der Moreira steht mit einem Fuß auf der Linie, der Strafraum gehört oder die Linie gehört zum Strafraum, ist ein klares Foul, er hat das Foul erpfiffen. Aber ich verstehe jetzt wieder nicht den Wahr, wieso, dass sich der Wahr da nicht reinmischt. Das ist jetzt die dritte Fehlentscheidung vom Wahr. Und das begrittle ich einfach.
Das fängt beim Ljubicic an, der Mara könnte den Ball weggespielen, der Ljubicic greift aktiv trotzdem ein, auch wenn er den Ball nicht berührt, so wie sie sich ausreden, die Schiedsrichter. Aber der Mara kann dadurch den Ball nicht weggespielen, weil ihm der einen Weg ja zusperrt. Dann die zweite Entscheidung bei der Austria, du siehst die klare Bewegung von Dovedan gegen Mara, kein Foul, wieder keine Fahrentscheidung und heute wieder bei 9 Meter. Auch wenn es schon 2-0 steht, aber es ist ein Unterschied, ob es eventuell einen Elfmeter gibt und es kommt auf 2-1 drüber, dann fängt vielleicht das Ganze nochmal neu an. Ohne den Sieg jetzt von dem WRC zu schmälern. Aber die Entscheidungen von den Schiedsrichtern im Moment sind schon ein bisschen gravierend. Und dann heißt es immer, der Herr Backl trägt sie auf. Oder der Herr Backl, nein, das sind klare Fehlentscheidungen. Aber sie richten sich ja eh immer, weil sie sagen, bei den Aussagen, die Aussage da in Linz habe ich nicht verstanden. Und jetzt bei der Austria, du siehst eindeutig, oder jeder sieht es, jeder Zuschauer sieht es am Fernsehschirm und sagt, klares Foul, nur der Schiedsrichter sieht es nicht, oder der Wahr sieht es nicht. Und jetzt frage ich mich, wieso sieht es der Wahr dann nicht, wenn es andere am Fernsehschirm auch so sehen. So ist das. Zwei Fehlentscheidungen, Mann, ist das Handspiel. Das Handspiel, du siehst ja, dass er die Hand auf einmal raushebt. Ja, der hat zwar Schuld, aber der Ball ist schon da. Und dieser Oberarm gehört anatomisch gerechnet, glaube ich, schon zu der Hand. Aber vielleicht hat der so lange Schulter gehabt, das weiß ich jetzt nicht. Aber da ist eh 3-0. Aber trotzdem sind es Entscheidungen, die nicht für Klagenfurt, aber ich glaube bei jedem anderen Verein, anders geahndet werden. Und da braucht es jetzt keiner ducken. Zurückgekommen. In der zweiten Halbzeit hat der Irwin eine Phase gehabt so von 15, 20 Minuten, wo er relativ offensiv ins Spiel eingegriffen hat. Warum kommt er das ganze Spiel über nicht so ins Spiel, weil er hätte die Voraussetzungen und die Möglichkeiten, dass er vielleicht das Spiel an sich zieht oder was, oder siehst du das als... Man muss beim Ende ein bisschen vorsichtig sein. Der Ende ist 22 Jahre. Der schaut halt nur aus wie 42. Oder 32. Aber der ist nur ein junger Spieler. Ja. Wir haben ihn geholt von der dritten Liga in Deutschland, dass der Bursche kicken kann, dass der Lösungen hat. Ja. Mir taugt auch als Fußballer. Es geht halt nur bei ihm noch nicht über diese ganze Distanz. Ja. Der hat immer wieder dann Phasen drinnen, ja, wo er relativ leicht Ballverluste hat oder wo er auf einmal schnell irgendwo einen Pass machen will, aber er ist ein guter Fußballer, da braucht man nicht reden. Und das hilft uns aber in einer Weise nichts, wenn wir solche Ballverluste im Mittelfeld haben, dass der Gegner das mal kontern kann. Aber wir werden da jetzt nicht ein Drama draus machen. Und da wischt jetzt 1-1 aus. Gibt es noch Fragen? Wie würdest du im Moment die Chancen beziffern, dass ihr hineinkommt? Ich habe das schon vor Wochen gesagt. Mir geht das schon jetzt am Strich, der Strich. Warum soll jetzt ein Austria Klagenfurt, die was 12 Monate in der Bundesliga sind, immer sagen, hoppala, wir wollen, natürlich wollen dann alle, wollen tut der Hartberg auch und Altach und die anderen Vereine. Aber man muss ja die ganzen Voraussetzungen bei uns sehen und das Ganze rundherum. Jetzt haben wir es voriges Jahr der erste Aufsteiger, was voriges Jahr gleich unter die ersten 6 gerutscht ist. Und das kann doch nicht sein, dass wir, da hat doch der WRC mehr zum Jammern, wenn er da unten steht. Nur der Robin hat jetzt einen guten Satz gesagt, was ich heute gelesen habe. Da wäre ich lieber 7., bevor dass ich 6. wäre. Der Unterschied ist aber für den Verein ist schon der 6. Platz, glaube ich, aus Planungssicherheit und so weiter schon enorm wichtig. Vor allem du spielst gegen Salzburg, gegen Sturm. Also darum wundert mich ein bisschen dieser Satz. Weil, Spieler war oben als unten, ja. Ja, weil er sagt natürlich, klar, mit Platz 7 kann er in den Europacup kommen. Wenn er nur 6. wird, ist er nicht in den Europacup. Aber es sind da doch 5 Heimspiele, was da ja von den Zuschauern her, glaube ich, auch genug. Und es ist ja keine Sicherheit, dass du dann als 7. trotzdem das schaffst, dass du in den Alpha Cup kommst.
Aber eine gute Aussage halt, finde ich. Aber wie, ich habe das immer gesagt, es kann nicht der, das, natürlich wollen wir, aber es kann nicht der Anspruch sein, dass wir jedes Mal sagen, wir wollen unter die ersten sechs, wir wollen. Ob es geht, ist eine andere Sache. Ob es möglich ist, von der Qualität des Kaders, von den ganzen rundherum, man sieht ja das eh. Wir werden jetzt auf einmal belächelt, ja, war jetzt in der Therme um und um. Ja, wo soll man trainieren? Wir müssen einfach da ausweichen. Das sind halt Umstände auch. Das darf man ja nicht vergessen, dass da ja einiges ja mitspielt, wenn du jetzt ausweichen musst. Jetzt bist du wieder drei Tage in einem Hotel. Immer dieser Ablauf. Jeder, der was ein bisschen einmal kickt, gut, du hast nicht gekickt, gar nicht, bei dir ist es wurscht, aber der Ewald, wir wissen ja, um was das da geht. Du hängst im Hotel, wie hältst du die Stimmung hoch? Nein, ich beziehe das, dass man von uns auf einmal immer den Druck kriegt, ihr müsst unter die ersten Sechse. Auf das beziehe ich es. Nicht jetzt auf andere. Nicht, das ist mir schon klar, Hartberg hat auch sehr schlechte Bedingungen. Ich beziehe das auf Austria-Klagenfurt, auf sonst niemanden. Aber nein, da kann ich nicht, wenn ich solche Möglichkeiten habe, immer nur reden vom Platz 6. Ja, aber ich habe sehr Leistung geboten. Durch die Wieder- oder ja. Gebe ich dir ja recht. Ja, ja, aber die Sommervorbereitung ist eine andere wie Wintervorbereitung. Und wenn der Conny jetzt fragt, ob du jetzt die Situation oder so einschätzt mit 21 Punkten, das heißt, ich habe sehr Leistung geboten im Herbst oder gebracht. Du hast ja trotzdem die Möglichkeit, dass du jetzt noch immer über Strich kommst, Ende des Grunddurchganges. Ja, die besteht ja jetzt ja noch immer. Die besteht ja noch immer, diese Möglichkeit. Nur musst du punkten irgendwann. Weil ohne Punkte wirst du nicht. Ich glaube schon, dass du 30 Punkte brauchen wirst. Ja, aber die Frage war, wie du das jetzt siehst, das war kein Vorwurf. Nein, das ist eh kein Vorwurf. Ich weiß schon, was er meint. Aber ich würde es nur klarstellen, hoppala, dass man nicht immer von. Schau, oder glaubst du, dass der WRC jetzt da 3 Monate glücklich war? Ja, was mache ich? Glaubst du, ich schaue nicht? Ich schaue weiter, was im Mai passiert, oder was? Sei nicht so deppert, Eva. Du musst dir irgendwas sagen, ich habe eine Frage, was du für die Voraussetzung hast vom Training oder von den Wiederumständen. Ja, aber es kommt ja immer dieser Tenor aus der Klagenfurt, unter die ersten sechs und. Warum? Aus welchem Grund? Also, darum habe ich das Beispiel gebracht. Die WSG ist, glaube ich, vor 2 Jahren knapp gescheitert, voriges ist Ried zum Beispiel wegen einem Punkt gescheitert. Voriges war es Ried, weil die haben daheim gegen Sturm Graz 20 geführt und haben in der 85. den Ausgleich gekriegt. Ja, sonst hätten sie uns noch überholt. Ein Jahr vorher war es die WSG, dann war es Hartberg. Also es kann ja nicht immer sein, hoppala, jetzt weil wir aufgestiegen sind, also jetzt reden wir weiter immer von. Und das meine ich halt, dann muss man auch irgendwie Voraussetzungen schaffen. Ja. Auf das will ich hinaus. Bleiben wir noch kurz beim Hotel. Ist das eventuell noch einmal ein Thema, dass ihr noch einmal bis zu weg oder noch einmal weg könnt? Jetzt werden wir sehen, wie das Wetter weiter ist, ob wir noch einmal wegfahren müssen oder nicht. Es ist ja für uns einfach schwierig im Moment. Da können wir im Moment auch nicht trainieren auf dem Trainingsplatz. Aber nicht schon langsam der Schnee weg ist, aber der wird natürlich waschelnass sein. Also da ruinierst du mehr, wenn es das erste Mal drauf geht, als wie du lässt ihn noch liegen. Aber ist die Frage, wo kannst du ausweichen hin? Dass du auch dementsprechend trainieren kannst. Weil das spielt ja auch irgendwo mit in der ganzen Szenerie. Hat aber jetzt mit dem Spiel in dem Sinn nichts zu tun, mit dem Spiel nichts zu tun, aber es hat mit der ganzen Trainingssteuerung und so weiter zu tun. Gibt es noch Fragen? Dann sage ich Dankeschön und wünsche euch noch ein schönes Wochenende.